Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel, dem Reloaded. Heute mal ohne Facecam wegen anderer Räumlichkeiten, die heute nötig sind. Und da möchte ich keine Facecam aktivieren. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. In der letzten Folge haben Schmünter und Fragezeichen-Man die Strandhöhle durchquert und sich den verschimmelten Döner vom Fragezeichen-Man zurückgeholt. Schreib mir mal auf Skype, warum du zur Hölle du so eine Scheiße hast, Junge. Warum behältst du einen verschimmelten Döner? Ich meine natürlich. Ja. Und ja. Danach hat Fragezeichen-Man mal sich so erkundigt, wie es mit dem Retterteam, Erkundungsteam steht bei Schmünter, weil er ja sowieso nicht weiß, was er macht, nachdem er beim Standesamt war, um seinen Namen ändern zu lassen. Und dann hatte Günther natürlich zwei Auswahlmöglichkeiten, ja oder ja. Ja. sehr gut. Und dann hat das Tutorial geendet. Und es gab bereits eine epische Ankündigung, dass die Suche nach dem Standesamt weitergeht. Da es in Schatzstadt, so heißt die Stadt, hat man noch gar nicht erfahren, glaube ich, kein Standesamt gibt. Was laber ich heute schon wieder? Spiel erfolgreich gespeichert. Kapitel 2, die neuen Gilden rekruten. Man sieht ein merkwürdiges Knuddelluft. Statuen-Dinger. Genau das hat man gerade in groß auf dem anderen Bildschirm gesehen. Hier ist die Knuddelluft-Gilde. Wer ein Erkundungsteam bilden will, muss das Team hier registrieren lassen. Danach muss man trainieren, bis man zu einem erstklassigen Erkundungsteam geworden ist. Oh je. Irgendwas an diesem Ort ist komisch, findest du nicht? Das könnten entweder diese zwei Totempfehle, die einen anstarren, sein, oder vielleicht das riesige pinke Hasenvieh, das Dach von dem Ding da bildet. Aber ich weiß ja nicht. Nee, diesmal ist Schmünter bei mir. Ich darf nicht weiß. Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck? Der ist von Cellast. Schon wieder. Nee, ich muss mich zusammenreißen. Du darfst reinkommen. Du hast jemanden mitgebracht. Woher wissen die das? Haben sie das Gespräch belauscht? Oder? Der Fremde soll seinen Fußabdruck zeigen. Los! Du bist wahrscheinlich gemein, Schmünter. Nee, der andere, der hier mitgekommen ist, ist gemeint. Wer sonst? Sollst deinen Fußabdruck zeigen? Und warum? Man sieht gerade das Gitter noch mal näher auf dem anderen Bildschirm. Da ist ein Gitter über dem Loch. Man kann offensichtlich nicht durchfallen. Es gibt sicher Pokémon, die könnten das. Frag mal Raupi. Trotzdem sehr seltsam. Sieht aus, als würde einen am Fuß kitzeln oder... Hey, Luna, stell dich auf das scheiß Gitter! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Der Pokémon entdeckt, wessen Fußabdruck, der ist von, boah, was denn los? Wache, was ist los, Wachpostendiktor? Der Fußabdruck, vielleicht ist er von Shinox, vielleicht? Was? Vielleicht, aber so einen Fußabdruck sieht man hier normal nicht. Faule Ausrede! Die Fußabdrücke von Besuchern zu bestimmen, ist dein Job, Dicker, oder nicht? Ja, aber wenn ich einen Fußabdruck nicht kenne, erkenne ich ihn nicht. Lebensweisheit 2019. Was? Streiten sie etwa? Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Stimmt schon, man sieht in dieser Gegend keine Shinox. Aber du scheinst nicht böse zu sein. Okay, das reicht. Eintreten! Oh Mann, ich bin ganz nervös und hibbelig.
Ist auch ein Riesenunterschied hier. So groß ist der Unterschied, auch wenn ich heute keine Facecam anhab. Aber ich bin froh, dass wir endlich rein dürfen. Alter, hat ja auch so lange gedauert. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Chillast. Guck dich mal an. Welcher Hals? Dein scheiß Kopf hängt direkt an deinem Körper. Okay, gehen wir rein und ignorieren das. Da ist eine Luke, die nach unten führt. Ja, nee, hast du gedacht, das wäre das gesamte Gebäude, diese 3 Quadratmeter? Wow! Das ist also die Knuddelluftgilde. So viele Pokémon, ob sie alle zu Erkundungsteams gehören. Verzeihung. Ihr beide seid gerade reingekommen, ja? Genau. Ich heiße Plaudergei. Ich hab hier das Sagen. Ich bin die rechte Hand von Gildenmeister Knuddelluft. Und nun, verpisst euch, verlasst unsere Gilde. Wir haben keine Zeit für Vertreter und alberne Umfragen. Behaltet eure Staubsauger. Wenn ich bitten darf. Nee, das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen ein Erkundungsteam gründen. Deswegen sind wir hier. Wir wollen als Erkundungsteam trainiert werden. Was? Ich lagge, ich verstehe nichts. Wie? Als Erkundungsteam? Alter, krieg dich ein. Danke. Es kommt selten vor, dass sich Jungspunde wir bei der Gilde bewerben. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie hart das Training ist. Wenn ich einfach in der Strom von Pokémon, die wegen des harten Trainings davonlaufen, ist der beste Beweis. Bitte was? Ist das echt so anstrengend, das Training? Alles klar. Was? Nein, 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 nicht im geringsten. Unser Training ist total einfach. Ja. Ich wünschte, ihr hättet gleich gesagt, dass ihr ein Erkundungsteam gründen wollt. Haben wir das nicht? Ah, sorry, das ist gerade wieder so leck. Keine Ahnung, warum. Er hatte einen sehr plötzlichen Sinneswandel, nicht wahr? Okay, lasst uns euer Team sofort einschreiben. Folgt mir. Stimmt was nicht? Kommt hierher, beeilt euch! Verdammte Scheiße! Dies ist die untere Gildenebene 2. Ich weiß zwar nicht, ob ihr so weit zählen könnt, aber scheiß drauf. Hier arbeiten die Lehrlinge die meiste Zeit. Nein. Ich weiß nämlich, dass die betreffende Person, der Jan, der will nicht mehr Gommes Lehrling genannt werden. Deswegen lasse ich jetzt auch die Witze. Dieses Mal nicht. Zornmeldung bitte hier entlang. Kommt mit. Wow, wir sind im zweiten Untergeschoss und man kann trotzdem nach draußen sehen. Jetzt halt deine verdammte Schnauze! Die Gilde ist an der Seite einer Klippe gebaut. Selbstverständlich kann man nach draußen sehen. Oh. Ja, gut. Das, meine lieben Fische, war's dann mal wieder komplett. Nun, wir stehen vor der Kammer des Genmeisters Knuddelluft. Seid auf keinen Fall, ich wiederhole, auf keinen Fall dem Genmeister gegenüber respektlos. Genmeister, hier ist Plager, ich komme rein. Ja, wir auch. Ich mach kurz mal ein Safe. Weil, warum nicht? Genmeister, ich bringe 2 Pokémon, die Lehrlinge unserer Gilde werden möchten. Gildenmeister? Hallo? Hallo, ich bin Knuddelup, ich bin der Meister der Gilde. Wir wollten ein Erkundungsteam gründen. Ab geht's! Als erstes müssen wir den Namen des Erkundungsteams registrieren. Der Name des Teams lautet. Komm, sag doch, komm, sag. Der Name unseres Teams, daran haben wir noch nicht gedacht. Ich habe eine Idee. Welchen Namen wirst du gut finden, Schmünter? Das ist so der schlechteste Name, ey. Also, ich überlege. Ich habe 2 Ideen. Entweder gehe ich auf das Leggen ein, das ich hier dauerhaft habe, und mache irgendwas damit. Oder. Das ergibt keinen Sinn für die, die den Insider nicht verstehen. Und das tut keiner.
War jetzt aber auch mehr so letzte Wahl. Ich hatte vorher ein paar andere Ideen, die aber leider alle nicht geklappt haben. Die Alternative wäre Blauwahlcode gewesen. Klasse, ne? Ich habe sonst zum Beispiel noch Schimmeldöner probiert, war zu lang. Spektakulär war auch zu lang. Und ich bin einfach nicht ideenreich, verdammte Scheiße. Also, entweder nehme ich A-Wurzel 2, was ein Insider wäre, da wir im Sportunterricht im Moment das Thema Step Aerobic haben und wir Viererteams gebildet haben und jetzt eine Choreografie entwerfen müssen. Und bei uns hat... Und der Mathe-Freak der Klasse ist ein sozialer Typ, hört sich jetzt so negativ an mit Mathe-Freak. Der ist in meiner Gruppe und ist übrigens auch hinter meinen Partnerkanälen verlinkt, der Typ Pingo Magic. Ja, der hat natürlich erstmal einen tollen Schritt namens A-Wurzel 2 erfunden. Seitdem heißt unser Team so, mit der Nummer Tanz unter dem Niveau. Wir haben noch keine Ahnung, was wir für einen Tanz machen. Wir haben nicht angefangen, keine Ahnung. Das ist einfach alles behindert. Ich glaube, weil das ein... Nein. Vor allem nicht Wurzel 3. Weil das ein zu behinderter Insider ist. Komm, wir nehmen die beste Alternative des Jahres. Und im Hintergrund die leggende Musik, die passt gut. Wir sind Team Blauwahlcode. Blauwahlcode? Team Blauwahlcode. Schmünter? Nein. Nein. Hast du dich auch selber benannt? Das würde nämlich einiges erklären. Oh, kacke, mein Akku geht ja übel runter während dem Aufnehmen. Ja, okay, aber ich mach die Folgen in dem Projekt ja auch gerne nur so 20 Minuten und ja. Ja, das ist ein guter Name. Sicher. Passt perfekt zu uns. Dann hätten wir es. Hä, was? Nein, das war doch ironisch. Nein. Also, das hätten wir. Registriere euer Team unter dem Namen Blauwahlcode. Nein! Registriere. Alles registriert. Hui! Glückwunsch! Bald seid ihr offiziell ein Erkundungsteam. Diesmal überreiche ich euch das hier. Knuddloff überreicht das Pokémon-Erkundungsteam-Kit. Pokémon-Erkundungsteam-Kit? Ist da jetzt Blauwahl-Scheiße drin? Alter, was mache ich in diesem Projekt? Yep. Ich muss das halt echt mal machen, dass ich einfach so lustige Szenen mir direkt raussuche und zusammenschneide, damit ich ein Best-of machen kann für solche Szenen. Alter! Ist da jetzt Blauwahlcode drin? Nächster Satz in-game. Yep. Alter! Geil! Schnell, mach's auf! Vor allem, jedes Team braucht eins. Freizeichen öffnet das Pokémon-Erkundungsteam-Kit. Da drin sind ein Erkunderorden, eine Wunderkarte, ein bisschen Blauwahlcode und ein Schatzbeutel. Ey, da sind ja lauter tolle Items drin. Und Blauwahlcode. Das ist euer Erkunderorden. Er ist das offizielle Erkundungszeichen eures Teams. Der Kothaufen ist euer Maskottchen. Also ich meine jetzt nicht dich, sondern den im Kit. Wer dieses Projekt nicht guckt, verpasst auch was. Und diese Wunderkarte ist einfach wunderbar praktisch. Da ist aber der Schatzbeutel. Und wenn ihr auch was ihr in Dungeons so findet, euren Blauwahlcode könnt ihr auch gleich reintun. Mein Akku macht mir Sorgen. Kann sein, dass die Folge heute nur so, dass ich die gleich schon beende.
Wenn ihr als Erkundungsteam Erfolg habt, könnt ihr das Fassungsvermögen eures Schatzbeutels vergrößern. Ist einfach ein wundervoller Beutel. Werft doch mal einen Blick in euren Schatzbeutel. Noch mehr Blauwalcode! Darin ist das Item Zinkband. Letztes Mal hatte ich ja hier, man bekommt da random Item. Meistens ist es ein Zinkband, aber ich hatte in meinem ersten Durchspielen einfach das Braunband. Das stärkste Band im ganzen Spiel, das man erst in der Afterstory bekommen kann. Was? Das ist... Alter, wieso habe ich das da bekommen? Aber Zinkband diesmal. Ah ja, und ein Grünband. Und ein bisschen Blauwalcode. Das sind drei besondere Items, die werden euch auf euren Abenteuern sicherlich von Nutzen sein. Warum habe ich gerade so diese behinderte Betonung gemalt? Danke, aber hättest du den Blauwalcode nicht weglassen können? Wir werden unser Bestes geben. Ja. Aber Moment, seid ihr nur Lehrlinge, gebt euer Bestes und trainiert. Das werden wir. Kannst immer unser Bestes geben, Schmünzer. Team Blauwalcode! Das ist euer Raum. Scheiße, Energiesparmodus geht an. Hier ist keine Steckdose. So, nochmal einen Moment unprofessionell aufnehmen. Ich hocke jetzt nämlich zur Hälfte auf dem Sofa, zur anderen Hälfte auf dem Boden. Ja, vorher saß ich normal am Schreibtisch. Wow, wir bekommen Betten. Was eine Überraschung. Hier werdet ihr wohnen, solange ihr für uns arbeitet. Ab morgen werdet ihr alle Hände voll zu tun haben. Oh, ihr habt gar keine. Nein! Steht früh und fangt an, nach unserem strengen Kodex zu leben. Bleibt nicht länger auf, geht heute früh ins Bett. Das ist alles. Ah! RIP Headphone Users. Nein, der Mond. Man hat ihn kurz gesehen, hoffe ich. Und man hat, glaube ich, auch was von meinem Aufnahmeprogramm Bandicam gesehen. Ich muss kurz hier wieder richtig schieben. Nein, nicht das soll ich, will ich vergrößern oder verkleinern. Den Aufnahmebereich. Ist hier oben alles Töfte. Ja, so. Bist du noch wach, Schmünter? Ich hatte die ganze Zeit Herzrasen. Aber nein, mir ist das Herz nicht bis zum Hals geklopft. Aber ich bin froh, dass ich mich endlich hergetraut habe. Ich habe mir Knutluff voll gruselig vorgestellt, aber er scheint ganz freundlich zu sein. Aber wegen dir haben wir jetzt den Rest unseres Lebens Blauwalcode am Hals. Und Knuddeluff zieht uns damit auf. Mir fällt gerade ein, ich kann da echt ein schönes Thumbnail mitmachen. Am Morgen kommt so einiges auf uns zu, aber ich habe kaum Angst. Im Gegenteil, ich bin total gespannt auf neue Abenteuer. Werd langsam müde. Geben wir morgen unser aller super mega Bestes. Okay, Schmünter, gute Nacht. Immer bin ich Lehrling in der Gilde. Ich muss zugeben, dass es ziemlich aufregend ist, im Erkundungsteam zu sein. Und ich hab voll Bock Spaß hier mit Fragezeichen, man. Blauwalcode for life. Lol. Aber noch wichtiger ist, wer bin ich und was mache ich in meinem Haus? Wow, einfach wow. Wie bin ich zu einem Pokémon geworden? Warum lag ich bewusstlos am Strand? Habe ich schon wieder zu viel gesoffen? Ich bin auch müde. Alles klar, kannst du das Thema noch schneller wechseln nächstes Mal? Na, ja, bringt jetzt nichts darüber nachzudenken. Ich konzentriere mich fürs Erste besser auf die Arbeit in der Gilde. Wenn ich das tue, sollte sich alles irgendwann aufklären. Mit der Zeit kommt das Walross. Da habe ich einen tollen WhatsApp-Sticker selbst gemacht. Kommt Zeit, kommt Walross, Digga. Mit der Zeit komme ich dem Ding sicher auf den Grund.
Und das war's mit diesem Tag. Und an dieser Stelle endet auch die dritte Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel Reloaded. Wenn ihr keine Folge mehr von dem, was ich hier mache, verpassen wollt. Und wer will das schon? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ah ja, lasst auch ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir wollen 2019 doch die 100 voll machen. Und ihr könnt dabei helfen. Also, bis dann. Ciao. 12. März, lol, aktuell.